Das Kunsthaus Apolda in Thüringen lockt von heute an mit einer besonderen Ausstellung. Etwa 100 Originale von Andy Warhols Siebdrucken sind dort zu sehen, darunter so weltberühmte Werke wie Mao oder Marilyn Monroe. Noch bis Mitte des Jahres hängen die Bilder des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers in Apolda. Das Kunsthaus hofft auf viele Besucher. Normalerweise hängen seine Marilyns, seine Maos, seine Suppendosen in großen Museen, Galerien und Stiftungen in Amerika. Ab heute aber haben die originalen Siebdrucke Andy Warhols für ein halbes Jahr ihre Heimat in der tiefsten Thüringer Provinz gefunden, im Kunsthaus Apolda. Apolda hat ja relativ kleine Räume, auch eigentlich nicht ausreichend Quadratmeter. Aber gerade das war der Reiz dieser Ausstellung. Wir haben die Serien zum Teil um uns herum und genau das hat Warhol auch gemacht. Es gibt Ausstellungen, wo er seine Bilder auf Stoß hängt, seine Serien, und den Effekt haben wir hier in Apolda. Es hat auch einen Charme jetzt einfach. Die Bilder wirken ganz anders als an einem großen, langen Raum eigentlich. Und das ist eigentlich auch die Stärke dieses Hauses. Die Ausstellung ist eine Koproduktion mit dem bayerischen Mäzen Heiner Friedrich. Der Kunstförderer hat mit Warhol lange zusammengearbeitet, seine Werke gesammelt und mit den Thüringern die aktuelle Ausstellung konzipiert. Bis Anfang Juli werden die Bilder in Apolda zu sehen sein. Danach gehen sie zurück nach New York. Warhol jedenfalls, sagen die Macher, hätte an dem kleinen Kunsthaus seinen Spaß gehabt. Er kommt ja doch aus einfachen Verhältnissen und ich glaube nicht, dass es für ihn immer das MoMA sein musste. Gemeint ist das Modern Art Museum in New York. Für die nächsten Monate fällt ein Teil seines Glanzes auf Apolda, dank dieser Bilder.